seinen alten Lifestyle. Pizza und Co. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Der Spiegel zeigt mir jeden Morgen die rote Karte. Herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Für Menschen über 50 gibt es Mr. T. Warum? Weil ich selbst auch über 50 bin. Und weil ich natürlich schon viel erlebt habe, 30 Jahre in der Fitnessszene bin. Und da habe ich wieder was ganz Spannendes für euch. Und zwar das Spannende: die Techniken und die Strategie, wie ich vorgehe, wenn man in der Gewichtsreduktion ist. Wenn man seinen Fitness-Lifestyle neu ansetzt, wenn man seinen alten Lifestyle, Pizza und Co., Kuchen und Co., Alkohol und Co. ablegt und sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Meine Kugel ist so rund, mein Hintern ist so dick, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich mache so definitiv nicht mehr weiter. Der Arzt hat mir schon die rote Karte gezeigt, der Spiegel zeigt mir jeden Morgen die rote Karte. Ich habe es realisiert, ich habe es wahrgenommen, so, jetzt heißt es umstellen. Und da stelle ich immer wieder eins fest. Jetzt kommt eine ganz wichtige Information. In der Anfangseuphorie, dann wenn ihr dabei seid, bei eurem Berater wart, euch endlich entschlossen macht, ihr seid in den Startlöchern, Trainingsplan, Training seid am Start, Ernährungsplan, Ernährung seid am Start. Dann läuft es die ersten 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, vielleicht auch 12 Wochen. Hochmotiviert, ihr seid motiviert, ihr lasst laufen, ihr gebt Gas, ihr seid im Fokus. Und dann kommt der Punkt, beim einen früher, beim anderen später, ihr verliert die Motivation. Ihr verliert die Motivation. Was passiert? Ihr verfallt wieder in euer altes Verhaltensmuster. Ihr lasst das Frühstück ausfallen, ihr geht zum Bäcker, holt euch ein süßes Stückchen. Wenn ihr abends heimkommt, braucht ihr eine halbe Flasche Wein, ihr müsst abends eine Pizza essen, weil den ganzen Tag war so gestresst, ihr hattet keine Zeit zum Essen, ihr habt euch keine Zeit zum Essen genommen, ihr habt toll gearbeitet, viel Leistung gebracht und jetzt kommt der Abend rein, ihr seid erschlagen, ihr seid hungrig, ihr seid ausgehungert, ihr seid aufgedreht, ihr müsst runterkommen. Essen hilft, Wein hilft, Bier hilft. So, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ganz einfach. Bei meinen Schützlingen stelle ich es immer fest, ich bekomme einen Trainingsplan, Ernährungsplan, da ist ja wirklich alles aufgeschrieben. Was man essen sollte, welche Menge man essen sollte, wie man trainieren sollte, warum man trainieren sollte, welche Tage, was die beste Strategie ist. Es ist alles schwarz auf weiß fixiert. Also es ist ja nicht das Problem, ein Blatt Papier, wo schwarz auf weiß steht, was man tun sollte, abzulesen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist wieder das Abdriften in alte Verhaltensmuster. Und was ist das? Es ist ganz einfach. Wir haben uns ein Verhaltensmuster über 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre angewöhnt. Und jetzt kommen wir und sagen, mein Freund, in den nächsten 6, 8 Wochen ändert sich alles, du machst es, was ich will. Das ist für viele Menschen problematisch. Und zwar, warum? Weil man oft blauäugig in das Thema sich verrennt. Das heißt, ich fange an, ich habe einen Ernährungsplan, ich habe einen Trainingsplan, ich lege einfach los. Ich mache mir keine Gedanken. Was ist die beste Strategie? Ganz einfach, Freunde. Es gibt eine Liste, die sollte ich mir selbst erstellen. Erstens mal, wann gehe ich nächste Woche trainieren? An welchen Tagen? Morgens, mittags, abends. Wann gehe ich? Das trage ich mir immer mindestens 2 Wochen vor in meinen Terminkalender ein. Ja, ich mache aus meinem Vorhaben, mache ich das wichtigste Projekt. Warum? Weil ich der wichtigste Mensch bin. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, wenn ich krank bin, tja, dann ist mein bestes Pferd im Stall nicht mehr in der Lage, das Geld für mich zu verdienen. Also investiere ich in meine gesunde Zukunft. Deswegen 14 Tage im Voraus, 3 Mal die Woche Training. Wann? Genau fixieren. Mit roter Farbe, das hat hohe Priorität. Alles andere wird außen rum geplant. Nummer 1. Nummer 2, Einkaufsliste. Ich mache mir eine Einkaufsliste, sodass ich zu Hause alles habe. Ich bestimme sogar, wann ich einkaufen gehe. Samstagmorgens gehe ich einkaufen mit einer schönen Liste. Natürlich nach dem Frühstück nicht hungrig, weil sonst liegt Schokolade im Wagen. So, dann gehe ich meine Liste einkaufen, habe mir kalkuliert, was brauche ich ungefähr für die Woche. Kaufe ich ein.
sortieren wir das zu Hause. So, zweite Strategie war das. Dritte Strategie, wann esse ich? Ja, ich muss schon mal fixieren, Frühstück, ab sofort zwischen 7:30, 7:30 wird gefrühstückt. Mittag zwischen 12 und 13:30, abends zwischen 18 und 20 Uhr. Wirklich fixieren, ihr könnt sogar auf die Minute genau fixieren. Und dann zelebriert das Essen, setzt euch hin an den Tisch, esst in Ruhe, Handy weg, Fernseher aus, Buch weg. Nichts machen, sich nur aufs Essen fokussieren. Das gleiche mittags, nicht am PC essen, raus aus dem Raum, eigener Raum, raus in die frische Luft, schönes Essen, belegte Brote zum Beispiel, Nudelsalat, Reissalat, Kartoffelsalat, hat man abends zuvor gemacht, kann man mitnehmen. So, das gleiche das Abendessen, wann esse ich heute Abend? 19.30 Uhr mein Abendessen. Wo schreibe ich es rein? In meinen Terminkalender schreibe ich es rein. Da schreibe ich es rein, weil diese Routine muss ich erst erarbeiten. Das sind Rituale. Und an was erinnern wir uns? Wir erinnern uns nur an alte Rituale, an alte Routinen. Deswegen, sobald es ein bisschen stressiger wird, sobald der Motivationspegel etwas sinkt, was passiert? Wir verfallen wieder in alte Verhaltensmuster, Freunde. Und genau das ist wichtig. Raus aus alten Verhaltensmustern, rein in neue Rituale, rein in neue Routinen. So, und das könnt ihr, wenn ihr es nicht blauäugig eingeht. Wenn ihr genauso wie ein geschäftliches Projekt erfolgreich plant, so müsst ihr auch euer Projekt planen. Dein Projekt. Du bist das wichtigste Projekt. Wir vergessen immer, dass Essen Priorität hat. Wir leben unter anderem vom Essen. Wir erarbeiten uns einen Lebensluxus. Wir schuften. Wir sind gut. Wir machen das ja auch gerne. So, was machen wir? Wir bauen aber Raubbau an unserem Körper und wundern uns irgendwann, dass er nicht mehr funktioniert. So, das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben. Und jetzt liegt es an euch, setzt es um. Und mir ist es ganz wichtig, dass ihr ein bisschen mehr Feedback gebt zu meiner Arbeit. Auch ich bin mir manchmal nicht sicher, ob alles, so wie ich sage, ihr verstanden habt, ob ihr das für richtig findet. Ich nehme gerne konstruktive Kritik auf. Aber dazu müsst ihr noch was eintragen. Euch nicht nur beleihen lassen von mir, berauschen lassen von mir, sondern arbeite ein bisschen mit, gebt mir Ideen. Die Ideen, die meisten Ideen, wie heute auch der Video, der entsteht nur, weil ich das Feedback von meinen Kunden bekomme. Okay, Freunde, das war's mal wieder. Andreas Wienbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute das Thema, deine Strategie, deine Motivation, meine Aufgabe.